Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was gucken wir uns heute an? Wir gucken uns heute die neuen Swift Play Controller an. Im Prinzip sind das ja, Fernbedienungen für das Swift-Erlebnis. Und ich finde sie eigentlich sehr genial, wobei mich ein paar Dinge stören. Und zwar, ich habe das TechSpike und sie passen leider nicht drauf. Also ihr seht, ich kann sie hier oben so ein bisschen festmachen und dann hier mit so einem Haargummi habe ich sie hinten so dran gemacht. Das geht, aber ich glaube, die Lösung, die ich hier habe, gefällt mir besser, obwohl der Winkel natürlich ein bisschen blöder ist. Aber wenn ich hier auf dem Bars bin, dann komme ich an die Knöpfe dran. Das geht. Da müsst ihr wirklich gucken, ob die mit euren Rädern kompatibel sind. Da gibt es eine Liste bei Swift. Aber ihr seht, es geht auch mit dem TechSpike 1, also das ist nicht das Plus-Bike, sondern das alte Bike. Beim Plus-Bike ist es wohl kein Problem, aber bei diesem Bike ist es ein bisschen kritisch. Ja, was machen die Dinger? Die Dinger erlauben euch quasi alles hier wie von einem Cockpit aus über diese zwei Controller zu kontrollieren, Ride-Ons zu geben, Power-Ups zu geben, U-Turns zu machen, in die Menüs zu kommen und so weiter, abzubiegen. Und ihr könnt hier mit diesen Tasten lenken. Das heißt, wenn ihr die hier nach außen drückt, dann lenkt ihr nach rechts, nach links. Und auf der anderen Seite, wenn ihr nach außen drückt, dann lenkt ihr nach rechts. Drückt ihr nach innen, dann bremst ihr. Das Lenken ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man muss wirklich nur so ein ganz kleines bisschen da lenken. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Und hier diese Taste, ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Hier das. Das ist auch nochmal, wenn ihr im Workout-Modus seid, dann könnt ihr hiermit im Erg-Modus die Intensität erhöhen und auf der linken Seite ist verringern, rechte Seite ist erhöhen. Und das Ganze funktioniert eigentlich echt super. Ihr schaltet die Controller ein, dann blinken die und wenn ich jetzt hier in meinem Swift-Screen auf Connecten gehe, da seht ihr schon, die sind beide da. Was heißt, der eine ist jetzt gerade mal nicht da. Ne? Machen wir mal weg. Aber sie sind verbunden. Und wenn wir jetzt hier auf Los geht's gehen, ich versuche das jetzt mal hier, ja, einarmig fahrend, Kamera in der Hand. Dann kann ich hier zum Beispiel mit der grünen Taste ist die Bestätigungstaste. Wenn es dann jetzt funktioniert, gerade funktioniert es wieder nicht. Also manchmal ist es noch ein bisschen buggy hier bei mir. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Der linke Controller funktioniert eigentlich immer wunderbar. Und der rechte ist so ein bisschen tricky manchmal. Da muss ich ihn nochmal ausmachen und neu pairen. Doch, jetzt geht er aber, wie ihr seht. Und dann kann ich wieder mit dem linken Controller einfach hier runtergehen und mir meinen Kurs aussuchen. Hier mit der grünen Taste bestätige ich und bestätige nochmal, Fahrt starten. Und dann geht das los. Und jetzt kann ich hier mal lenken. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es sehen könnt. Wenn ich jetzt hier lenke, dann ja, ist wieder der Vorführeffekt. Funktioniert ja super. Aber ich glaube, das Ganze ist gerade nicht so richtig verbunden. Hier, der geht. Wenn ich jetzt bremse, dann bremst er. Und ja, also manchmal ist er im Moment noch ein bisschen tricky hier. Ich weiß nicht genau warum. Jetzt geht's Lenken auch hier auf der Seite. Also ich drücke hier. Ich kann Ride-Ons geben mit dem orangefarbenen Button. Es kommt nur gerade keiner. Wenn ich einmal kurz drücke, gibt es ein Ride-On. Und wenn ich den gedrückt halte, dann gibt es eine Ride-On-Bomb. Und dann kriegen eigentlich alle, die in der Nähe sind, ein Ride-On. Und so kann ich das hier alles machen. Ich kann mir hier den, hier diese ja, diesen Menübar aufholen und kann dann hier mit den Tasten steuern, was ich haben möchte. Ich kann, wenn ich hier gedrückt halte, den unteren, dann mache ich einen U-Turn. Wenn Abbiegungen kommen, kann ich halt hier sagen, rechts, links, geradeaus und so weiter. Also ich finde die Teile echt genial. Wie gesagt, sie sind nicht mit allen
Bikes kompatibel und im Moment ist die, muss ich sagen, bei mir die Firmware auch noch ein bisschen buggy. Aber es macht echt Spaß, das von hier aus bedienen zu können. Problem ist auch, wenn ihr ein Apple TV habt, dann müsst ihr es über die Companion App koppeln, weil das funktioniert leider nicht. Weil das Apple TV halt nur zwei Bluetooth-Verbindungen hat. Die Controller an sich sind wirklich gut verarbeitet, wobei ich den Druckpunkt echt ein bisschen zu feste finde. Also für Männerhände ist es vielleicht kein Thema, aber ich finde die schon, man muss wirklich drücken, um die Verbindung zu kriegen. Wenn sie verbunden sind hier auch mit Bluetooth, dann ist das Z blau. Normalerweise zeigt er auch den Akku an, dann ist es halt grün, der Akku ist voll, orange, der Akku ist, ja, ist okay und rot, der Akku ist leer. Eine Akkuladung soll 20 Stunden halten, habe ich noch nicht ausprobiert. Mit dabei ist ein Doppelladekabel USB-A auf USB-C, damit ihr die Controller geladen bekommt. Die Ladebuchse ist hier vorne dran. Das Ganze ist schweißgeschützt, also da sollte auch bei wilden Fahrten nichts passieren. Ich werde mir diesen Controller auch hier unten dran machen, weil ich es einfach angenehmer finde, hier das so mit dem Daumen zu bedienen. Das passt. Also es passt beim normalen Textbike 1, aber ihr habt halt ein bisschen Abstriche von der. Ihr könnt es halt nicht so richtig versetzen. Mit dabei für andere Räder ist auch noch so Verkleinerungsstücke, die ihr zwischensetzen könnt, um das Ganze enger zu kriegen. Ihr habt so eine Kurzanleitung. Aufkleber ist dabei. Kein Plastik zusätzlich, alles nur schön in einer kleinen Pappverpackung. Gefällt mir echt gut. Ich bin auf die Updates gespannt, die da noch kommen jetzt in nächster Zeit. Ich finde es super angenehm, das jetzt alles über die Controller jetzt am Lenker zu machen. Ich fände es noch super, wenn das auch fürs Laufen freigegeben würde. Dann würde ich sie mir hier an mein Laufband irgendwie festmachen. Weil da ist es ja noch schwieriger, Ride-Ons oder so zu geben. Und da wären sie echt eine große Hilfe. Ich hoffe, Swift macht das noch. Und ich bin auf die Updates gespannt, die da kommen. Im Moment kostet das Teil 99 Euro oder die beiden Controller 99 Euro, weil es in der Beta-Phase ist. Wenn sie wirklich richtig in den Markt gehen sollen, sollen sie 149 kosten. Das finde ich schon ziemlich amtlich. Für 99 Euro finde ich, ist echt ein. Für mich persönlich ein Mehrwert, weil ich nicht hier immer rumfummeln muss. Und vor allen Dingen, wenn ich hier drüben am großen Apple TV fahre und dann mit der Apple-Fernbedienung, da kriege ich ja die Krise. Und mit der hier geht das super gut. Also bis jetzt finde ich sie sehr angenehm in der Bedienung. Sie sind gut durchdacht, alle Punkte sind gut zu erreichen. Wie gesagt, mir ist der Druckpunkt im Moment etwas zu stramm. Aber das ist halt vielleicht Personal Preference. Wenn ihr sie das erste Mal anschließt, dann sagt euch das Programm, ihr müsst sie mit der Companion-App koppeln und dann wird ein Update drauf gespielt. Und die Updates für die Controller kommen auch immer über die Companion-App. Und mit der Companion-App könnt ihr es halt auch mit Apple TV verbinden. Und wenn ihr über ein iPad oder über einen Computer fahrt oder so, dann könnt ihr es direkt per Bluetooth verbinden. Also ich finde es echt eine gelungene Erweiterung zu Swift Gaming World. Wie gesagt, ich hoffe, es wird auch noch für Running freigegeben. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie drunter. Ich versuche euch zu beantworten. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.